Nummern, ich wollte einen Würdest du eher machen, aka wir kriegen immer zwei Sachen mit. Würdest du eher? Und dann müssen wir zusammen entscheiden und gucken, wie sehr wir einander zustimmen. Dann fangen wir an mit der ersten Frage. Würdest du eher ein großes Gemälde von dir haben oder eine lebensgroße Skulptur von dir haben? Ist beides ein bisschen cringe, oder? Ja, beides ein bisschen sehr eingebildet. Ich würde mich für ein Gemälde entscheiden, weil ich finde, ein Gemälde kann man halt auch so humoristisch, könnte man beispielsweise mich darstellen, als wie so eine, würde ich mir den Auftrag geben, als ob ich so eine Adelige wäre oder sowas, die damals ja auch Bilder von sich gemacht haben, weißt du, sowas. Ja. Halt auf voll überzogen, dass es halt genauso aussieht, aber mit meiner Phrase. Skulptur würde ich irgendwie ein bisschen eingebildet finden, weil ich jetzt auch nicht irgendwie denke, dass mein Body so der Nein, Punkt ist, wo Girl, ich mir denk, das so, ist es nicht. Aber stell dir vor, du machst eine lebensgroße Skulptur von dir, mit wo du irgendwie sowas ganz Dummes machst, irgendwie so ein, so den hier. Oder okay, irgendwie wieder, so, oder so ein Dab, oder oh mein Gott, so ein, Alter, das wär's. Aber dann auch nur so eine Büste, weißt du, nur so ein halbes Ding. Ich würde mir jetzt nicht so eine so lebensgroße, ein so eine, weißt du, so griechisch auf diese Nummer, weißt du, so, wo ich mir denke, so, boah, Digga, du kannst ja mal, ja, zellulitär, Digga. Vor allem auch, deswegen, wenn du dir so eine Skulptur machst, dann kannst du das zwar als Joke machen und die Leute wissen, du hast da halt gerade so, keine Ahnung, sechsstellig hingebrettert, ja, ne? Ob es ja, dann so ja, lustig ist. Das, ich finde es auch wieder irgendwie geil. Frage. Einfach so, dass ich mich einfach so, keine Ahnung, so als Marie Antoinette oder so darstelle, weißt du, so diese Nummer. So, die Leute wissen halt, okay, das ist halt ein richtig dummer Joke und die Frau hat aber übel dafür gelatzt. Eine Skulptur finde ich, glaube ich, einen drüber. Okay, dann sind wir uns da tatsächlich einig. Okay, nun statt Strategy Stream oder noch Game streamen dürfen? Ich bin eine sehr aktive Gamerin. Spiele sehr viel Games. Mache ich auch ganz viel auch im Stream. Ich bin eine Chatting-Maus. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch Chatting machen. Ich würde auch, wenn er nur just Chatting machen, weil ich würde es total vermissen, mit dem Chat zu reden oder halt so auf Sachen zu reagieren oder solche Sachen, weißt du, so. Nee, safe eins. Ja, die Schimmel ist die beste. Würdest du eher beim Stream jeden mit Daddy ansprechen oder jeden anschreien müssen? Ich liebe die. Das ist die beste jemals. Okay. Also das Ding ist, ich wäre halt approximal nach einem Tag heiser. Deswegen Save Daddy. Und das könnte man auch so auf ironische Art und Weise rumspielen. Und das wird, glaube ich, auch gut Reichweite generieren, weil Leute denken, aber was ist mit der Alten machen, los? Aber du würdest es auch machen, wenn du mit anderen Leuten streamst. Ja, du bist jetzt nein, in Mario Kart-Runde mit 8 Leuten. Nein. Und du musst jeden wie mit Daddy nein ansprechen. Und du warnst auch niemanden vor. Und wenn jemand sagt, Alter, lass das mal, so, ich hab erklären, eine Freundin. Darf ich erklären? Du sagst einfach, du willst es. Ja, 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 kannst du machen. Daddy Monte, oh Gott. Du musst auch seine Motze mal ansprechen. Mit Daddy könnt ihr mal den Titel ändern, bitte. Daddy, mach mal Game Change, aber auch please. Das ist ziemlich hart. Wenn man halt jeden anschreien müsste, dann könnte man halt so den Tyler One Grind einfach fahren. Und einfach so richtig unhinged, aggressive. Ich würde einfach nur noch League of Legends spielen und dann wüssten alle so, okay, Digga, ist halt League of Legends, ist normal. die Aggressionslevel ist on top, weißt du, so die spielt 1 gegen 9, Digga, komm. Ja, ich finde halt jeden anschreien, hast du recht, man ist halt super schnell heiser. Jeden Daddy ansprechen ist halt krank. Obwohl, ab wann ist es Schreien? Wenn ich jetzt die ganze Zeit so reden würde, würde es schon als Schreien zählen? Nein. Dann muss ich, glaube ich, den Daddy machen. Ja, same. Und ich glaube auch, Twitch Deutschland ist nicht bereit für Female Tyler One. Das kann gut sein. Ein Klassiker. Hey. Ja, oder auch mittags oder im Stream. Oder, das ist ein guter Twitch-Move. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, ich würde sagen, wir machen es eher so, dass man eins davon weghaben muss. Dass man eins nie mehr machen darf. Ich finde, es ein easy call. Ja, nie wieder morgens haben, oder? Ja, safe. Ja, nochmal. Oh nein, Dicker. Hä? An meinem Chat läuft jetzt aber nichts Schlimmes eigentlich. Obwohl, Ja, das sind private Sachen schon. Ja, dann ja, also ich würde halt meinen kompletten Freund und alles leaken. Also das wäre auf jeden Fall eine schwierige Nummer. Und auch zum Beispiel, keine Ahnung, der Chat mit Lia oder so, der darf halt niemand sehen. Ja, deswegen, ich glaube, was so Chat mein angeht. Mein Suchverlauf ist halt auch so langweilig. Ja, das würde ich auch leaken. Ich suche halt auch nicht mal aktiv nach. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Würde ich auch sagen. Chat ist halt viel. Are you hungry for nothing? Ja, das Ding ist halt, Chatverläufe, also damit kannst du halt komplett, könnte ich halt komplett exposed werden. Ja, du jetzt kannst gar halt nicht Karrieren so zerstören. Ja. Da wäre halt alles, also das ist ein karrieretechnischer, menschlicher und sonst irgendwann ein Ruin. Würdest du eher fürs bezahlen oder fürs bezahlt werden? Ich glaube eins. Fürs bezahlen? Würdest du eher fürs bezahlen? Ich glaube schon. Also warum sollte mich jemand fürs bezahlen, weißt du? Ey. Wenn ich fürs bezahle, kann ich mir noch aussuchen, mit wem ich schlafe, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, ob es anders noch aufgegeben ist. Das blonde Modell. Oh nee, warte, ich will doch das rothaarige Modell. Mit dem blonden Auge. Also ich muss sagen, ich sehe mich bei beidem nicht. But I don't judge. I don't judge, aber ich sehe mich bei beidem nicht. Natürlich nicht. Burger sind, ne? We love them, alles gut. Das aber ich sehe dann eher eins. Allein so in meiner Lebenssituation macht ja eins irgendwie mehr Sinn als zwei, oder? Wie sollte das zustande kommen? Ja, also für mich ist halt eh das Konzept
für Geld ist für mich ja gar nicht so. Und ich muss persönlich sagen, das soll noch null irgendwie abwertend wirken oder sonst irgendwie. Oder ist voll schwierig, gerade für mich da irgendwie die richtigen Worte zu finden. Aber also wenn man das jetzt ganz psychologisch sieht, dann ist die Frau ja diejenige, die den Mann in sich aufnimmt. Weißt du, du bist eh in so einer bisschen verletzlicheren Position und gibst so ein bisschen, du lässt eine Person legit in dich rein, in dein Innerstes so. Dafür Geld zu bekommen, das wäre für mich ganz schlimm, weil das eh so ein Punkt ist, wo man sich so verletzlich macht, also damit würde ich gar nicht klarkommen. Deswegen, glaube ich, würde er dann auch... Ja, das ist für dich halt was super, super krass Intimes ist und du es halt einfach nicht, also dir halt nicht vorstellen kannst, dass da Geld involviert ist, weil es halt krass emotionale Sache ist. Weil Geld ist sowas Plakatives und das ist auch sowas so unsexy ist irgendwie. Und deswegen, denke ich, würde ich eher... Ja, fühle ich. Wie der Storch bringt nicht die Babys. Würdest du eher alles schwarz-weiß sehen oder die ganze Zeit verschwommen? Boah, das ist übershit. Kommt auf einen wie blurry, weil ab einem gewissen Punkt blurry kannst du auch kein Auto mehr fahren. Ja, und auch so, du erkennst halt auch die Gesichter gar nicht mehr. Also da wäre es ja auch gar nicht irgendwie möglich, so steht, glaube ich, zu streamen oder so, wenn du halt nur so verschwommen siehst die ganze Zeit. Ja, ich glaube, ich finde verschwommen die fast Farben schlimmer. Und das ist alles, du siehst einfach schwarz-weiß. Bei dir ist einfach, keine Ahnung, 1920, Digga, du denkst ja auch so guten Abend. Das wäre beides überungeil. Ich bin aus mir aus dem unscharf. Weißt du, woran das liegt? Ehrlich? Ja, du bist gerade echt verschwommen. Oh, kann sein, dass mein Internet ein bisschen shit ist. Aber guck mal, du hast jetzt ein Beispiel gehabt, wie es gewesen wäre, wenn du zwei gewählt hättest. Ja, Horror. Also ich glaube auf jeden Fall, ich würde eins nehmen, weil das verschwommen dich so krank einschränkt in so viel. Lieber Black and White. Das kann bestimmt auch schön. Das muss auch, kann auch schön sein, glaube ich. Gegen Schreiber boxen, gegen Mickey boxen. Ich möchte gegen keinen boxen, bitte. Ich möchte nicht sterben. Mickey? Ich glaube, ähnlich groß wie Max. Ein bisschen kleiner, glaube ich. Scheiße. Ja, Trimax ist halt ein norddeutscher Oger. Also der Einschlag, dann liege ich halt, ne? Also ich glaube, da Max gewonnen hat gegen Mickey, würde ich Mickey nehmen, aber der wird mich auseinandernehmen. Ich hab Mickey vor kurzem Tipps gegeben für seine Südafrika-Reise und vielleicht macht er deswegen auf Ehrenbruder und schlägt mich nicht. Ja, easy. Meine Taktik wäre halt, dass ich, weil ich so viel kleiner bin als Mickey, einfach die ganze Zeit rumrennen würde in diesem kleinen Ding. Check. So wie wenn du beim Fußball den anderen einfach so die ganze Zeit, passt die ganze Zeit hin und her, dass der kleine Schweinchen in der Mitte machen muss. Dass er irgendwann keine Ausdauer mehr hat. Mhm. Keine Ausdauer und hoffentlich auch irgendwann unaufmerksam. Und dann tue ich ihm so... Ja. So anschnipsen und hoffe, dass es irgendwas macht. In die Feuchtheide. Trimax hat mich angefasst und meine Rippe geprellt. Flask. Ja, dann nehmen wir Mickey, aber das wird. Also ist auch nicht gut, aber machen wir dann. Okay, das ist das Letzte. Ein bekanntes Gangmitglied brutal angreifen, einen Polizisten brutal angreifen. Definitiv einen Polizisten. Also, alle Polizisten, da hast du dann, weißt du hast dann da, klar, juristische Probleme und du hast auch vielleicht irgendwie eine Strafanzeige und sowas. Aber Gangmitglied würde nicht nur dich auseinandernehmen, dein Umfeld, sondern auch deine komplette Familie, die Familie von der anderen Seite, mütterlichseits sowie väterlichseits. Von dem Cousin, von der Kollegin, dessen Bruder. Selbst deine Kinder würden noch leiden darunter. Ja, eher zwei, dann. Polizist angreifen, habe ich eine Strafanzeige und eventuell muss ich Geld latzen oder, keine Ahnung, irgendwie. Ja, brutal angreifen ist schon, ist schon Richtung Knast. Aber ist, glaube ich, angenehmer, als dass irgendwo meine Körperteile halt irgendwie irgendwann im Rhein liegen, so, I guess. Du hast recht. Gut, damit sind wir durch. Damit haben wir alle. Es war ein Vergnügen. Ich habe richtig viel reingelabert mit dir die ganze Zeit. Tut mir leid, ne? Nee, aber ich auch. Deswegen ist es ja in Ordnung. Wir labern uns halt gegenseitig rein, deswegen reden wir beide trotzdem genug. Ich hatte richtig Redebedarf heute. Tony O2 Podcast kommt bald. Nein, du kannst immer. Du kannst mir jederzeit ins Wort fallen, meine Maus. Weil ich mache dasselbe bei dir, also. Ja, super. Perfekte Voraussetzung für den Podcast, Digga. Wirklich. Ist wirklich optimal.